schöner Fisch. Ja. Ja, jawohl! Swedish Anglers ist the best. Der YouTube Predator Cup 2018 wird präsentiert von Duo, Angel Joe und Bass Brigade. In der heutigen Wildcard-Begegnung treffen zwei Angler aufeinander, die die Elbe als ihr Hausgewässer bezeichnen. Christoph Schepanski nimmt für seinen Kanal tideritter.de am Turnier teil. Der Hamburger fischt am liebsten auf Zander und konnte kürzlich seinen PB an der Elbe auf 87 cm verbessern. Sein Widersacher ist kein geringerer als Veit Wilde, der für den YouTube-Kanal Fishing Tackle Max an den Start geht. Der Magdeburger gehört zweifelsohne zu Deutschlands bekanntesten Zanderanglern. Es überrascht also nicht, dass er diese Spezies auch als Lieblingszielfisch nimmt. Sein Zander-PB liegt bei sagenhaften 105 cm. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hecht- und Barsch-Zuschauer. Jetzt ist es soweit, die allererste Folge vom YouTube Predator Cup. So kurz zum Wetter, neblig, leichter Sprühregen, aber ich bin zuversichtlich und will euch auch gar nicht so super lang aufhalten, oder? Ja. Wollen wir sagen, dass es jetzt startet? Ja. Alles klar. Die ersten 3 Stunden bestimmst du, genau, wo geangelt wird. Richtig, genau. Und dann machen wir, glaube ich, eine Pause. Kurz. Und dann geht Veit dran. Ganz richtig. Genau. Okay. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke, und dir uns auch, Veit. Einen schönen Angeltag. Danke. Bis dann. Zing. Die Kontrahenten haben sich auf ein Duell vom Ufer verständigt. Der Hauptzielfisch ist der Zander, doch auch andere Fänge sind möglich. Beide Angler haben nun bis zu 6 Stunden Zeit, um jeweils bis zu 3-maßige Raubfische in die Wertung einzubringen. Dabei sind nur geworfene Kunstköder erlaubt. Hechte zählen einfach, Zander mal 1,3 und Barsche mal 2,4. Der Link zum vollständigen Reglement ist in der Videobeschreibung zu finden. Es geht natürlich hierbei um gemeinschaftliches Fischen, neue Stellen kennenzulernen, neue Angler kennenzulernen. Und das Coole bei dieser ganzen Geschichte ist immer, man sieht die Angler, wie sie angeln, welche Taktik sie haben, wie sie so rangehen an dieses ganze Geschehen. Die beiden Angler angeln ganz fleißig, aber bis jetzt gab es außer Hänger noch gar nichts. Aber wir gucken mal, der Tag hat wie gesagt angefangen und die ersten Fische kommen bestimmt. Weil du ja gerade am Basteln bist, ne? Ich meine, kann man ja die Zeit nutzen, ein bisschen zu quatschen. Ja. Hast du dir eine Taktik überlegt für heute? Ich habe mir eine Taktik überlegt, ja. So, das Coole ist, es wird erst ausgestrahlt, wenn alle Sachen abgedreht sind und abgefischt sind. Das heißt, du kannst es uns verraten. Können Sie euch verraten. Aber wie ich werde nachher an einen Platz fahren, an eine Rune, wo ich also gestern auch große, auch in letzter Zeit von Freunden oder auch von mir selbst große Fische gefangen wurden. Und da werde ich mit Ködern angeln, die er wahrscheinlich gar nicht dabei hat. Dann draufsetzen, da den, das Ding mit dem großen Fisch dann. Vorbereitung ist das Allerwichtigste bei so einer Geschichte. So, ich will dich gar nicht aufhalten. Mach. Dankeschön. Oh, ich war das. Ah, Entschuldigung. Und ich habe mir schon gedacht, so deutlich waren die nie in mir. Mein Lieber, bist du... Entschuldigung. Du bist so mies, ey. So, mein Lieber. Hast du dich, jetzt mal kurz, gibt es eine Taktik bei dir, wie du das heute rocken willst? Ja, auf jeden Fall. Erstmal verwirre ich alle, indem ich irgendwelchen Blödsinn mache. Das und dann fange ich richtig an. Ah, okay. Hast du schon auch gut durchgezogen jetzt. Siehst du, alle sind etwas durcheinander. Ist doch herrlich, wunderbar. Also du fischst gerade mit Dropshot? Nein, das ist jetzt noch Ding und das Dropshotten. Stelle ich mir halt vor, dass das halt gut funktioniert, immer dann, wenn sie halt besonders träge sind. Im Moment ist es tatsächlich halt ein Kitech Big Bite mit einem Angsthaken. Also bisher ist das hier eigentlich eine ganz gute Farbe immer gewesen, wobei ich auch wirklich der Meinung bin, die Farben sind für die Angler gemacht. Die sind nicht für die Fische. Ja? Aber nicht so laut sagen. Das schneidest du besser raus. Ja, das lassen wir drin.
So, die Jungs haben ihre Routen zusammengepackt. Wir machen jetzt den ersten richtigen Spotwechsel. Erzähl uns doch mal ein bisschen zu hier. Warst du hier schon mal angeln? Kennst du das hier? Das kenne ich ja nicht. Das ist für mich völlig neu. Gerade in dieser Jahreszeit haben wir fast ähnliche Situationen wie jetzt gerade. Allerdings ist es so, dass hier in den letzten Tagen doch noch mehr Fisch rausgekommen ist. Und genau deshalb habe ich mir gedacht, komm, wir gehen einfach mal hier rüber und versuchen unser Glück. Los, Angel, hol den Fisch raus. Los geht's. Jetzt gucken wir mal, wie der Veit, was der Veit zu dieser Stelle sagt. So, Veit, die erste Stelle, die hat dir ja nicht so gut gepasst, ne? Was sagst du denn zu dieser Stelle jetzt? Naja, also... auch nicht deins? Hält sich in Grenzen meine Begeisterung. Aber hier habe ich auch schon mal geangelt und hier habe ich auch zweimal gefangen. Also von daher habe ich hier ein bisschen mehr Vertrauen dazu. Allerdings, wir sind ja hier in einem Tidengewässer und meine Erfahrung war hier, das konnte man damals an dem Tag, da habe ich hier auch mal ein bisschen länger gestanden, schön sehen, die Fische hatten eigentlich nur bei auflaufendem Wasser gebissen und wir haben jetzt gerade ablaufendes Wasser. Halte ein. Nein! Durch den Hafen. Wiedergegeben von den Mauern, von den Häusern. Nein! Ja, komm, aber auch in der Situation jetzt, weißt du, die Angelzeit vom Christoph fast vorbei und dann einen Fisch versemmeln, weil er dann schon relativ deutlich irgendwie da war, aber vermutlich auch nicht wirklich gebissen hat. Guck mal. In der Tat. In ja. Zwei ja. sogar. Ja, ja, ja. Du hast dem Fisch, den Zander, schon mal zwei Schüppchen entlockt. Das ist ein Anfang. Pass auf, der ist jetzt wütend. Ja. Ich schmeiß genau da wieder hin. Und dann sieht er seinen Kumpel hier wieder. Und dann denkt er sich, so, du Sacknase. Lässt du die Schuppe dran? Lass doch dran. Nein, der Haken ist. Ach so, die ja, kommen als Glücksbringer zu der anderen, die ich da seit ein paar Tagen drin transportiere. Mal gucken. In der ersten Halbzeit kann keiner der beiden Angler einen Fisch ans Land befördern. Es geht also ohne Punkte in die Pause. Bei einem 0:0 zum Ende der Partie würde übrigens die Anzahl der regulär gefangenen Fische unabhängig von der Länge entscheiden. Dabei zählen dann auch alle anderen Fischarten sowie untermaßige Fische. Wird gar kein Fisch gefangen, entscheidet ein Zielwerfen die Partie. Ihr wollt mehr fangen? Herzlich willkommen bei Angel Joe. Die größte Auswahl und beste Beratung für deinen Fangerfolg. Jetzt schon 10-mal in Deutschland und online unter www.angeljoe.de. Du willst bei der Auslosung zum YouTube Predator Cup 2019 live dabei sein, die Stars der Szene treffen und sogar als Losfee aktiv werden? Hier kommt deine Chance. Wir verlosen zwei VIP-Tickets für die Angelwelt Berlin. Dabei übernachtest du mit deiner Begleitung zwei Nächte im modernen Titanic Komfort Mitte im Herzen Berlins mit direkter U-Bahn-Verbindung zur Berliner Messe und erstklassiger mediterraner Küche. Die Teilnahmebedingungen findest du in der Videobeschreibung. Viel Erfolg! Okay, also Resümee, keine Fische gefangen. Wir fahren jetzt zu Veits Stellen und mal gucken, ob seine große Klappe, die er gesagt hat, da fangen wir was. Bin ja, ich mal gespannt, ob du uns da ein, zwei schöne Fische... Bin nicht tausendprozentig sicher, aber kann man auch ich weiß, dass sie da ja. sind. Nein. Ja, doch, ich bin zuversichtlich. War auch so mit Augenzwinkern zu sehen. Also ab zur nächsten Stelle. Wir waren jetzt hier an meinen Stellen, die normalerweise immer Fisch bringen. Tatsächlich ist es so, dass sie jetzt überhaupt keinen Fisch gebracht haben. Und das ist so ein bisschen bezeichnend aber für die letzten Tage hier. Ich bin tatsächlich auch wirklich gespannt, wie das jetzt läuft an den Buhnenstellen, wo wir hinfahren werden. Denn Veit hat gesagt, wir gehen jetzt an den Hauptstrom. Und durchaus ist es möglich, da dann halt auch noch ein paar große Fische zu fangen. Die kleinen werden da vermutlich nicht mehr so viel fressen. Aber wenn, dann die großen. Und darauf wollen wir ja hinaus. Also, wir sehen uns. Nachdem im Hafen kein Fisch ans Band ging, wird nun im Buhnenbereich gefischt. Ob diese Stellen mehr Erfolg bringen, bleibt abzuwarten. Aber man merkt richtig, dass du hier dich schon wesentlich wohler fühlst als hier. Das sowieso, ja. Also hier habe ich ja schon viele große Fische gefangen und ich sag mal, das ist eben hier auch meine Welt, so von so einer Buhne aus zu angeln.
mag ich ja einfach. Das Grinsen sieht man auch. Ja, richtig. Auch wenn du uns nicht anschaust, sehen wir es. Ich muss mich ja jetzt hier drauf konzentrieren. Ja. Gummifisch sollte mal schön gerade aufgezogen sein. Und hauptsächlich Strömungskante abwerfen oder machst du auch mal ein paar Man kann auch mal, jetzt hatte ich zum Beispiel eben auch ein bisschen weiter in die Buhne reingefischt, da kann auch mal ein Fisch kommen, aber es ist tatsächlich so, die Strömungskante ist schon der heißeste Bereich. So immer. Das ist gar keine Frage, ja. So, wir sind jetzt eine Buhne weiter nach vorne gerückt. Wir waren vorhin auf der Buhnenkante, sagt man Buhnenfeldsteinchen hier, und sind jetzt einmal zurückgewechselt, weil da ist halt einfach nichts passiert. Und jetzt stehen die Jungs hier und versuchen weiter ihr Glück. Verbleibende Zeit, noch 1,5 Stunden. Der Schlusspfiff rückt näher. Kann an diesem zähen Tag noch ein Fisch gelandet werden oder müssen die beiden ins Ziel werfen? Was machst du denn da? Du kriegst den Snap nicht drauf. Ah, du musst einen neuen. Der genau. War schon hinüber. Das ist mir auch dann kaputt gedrillt heute. Bevor ich da. Genau. Tick, 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 tick. Fisch, jawohl! Jawoll! Wusste, dass es klappt. Jawoll! Sehr schön. Okay. Das tut gut nach der langen Zeit. Alles hier. Man muss einfach nur an die Methode glauben. Toller Fisch. Ja, gibt hier deutlich größere. Aber vielleicht fange ich da noch einen davon. Auf jeden Fall könnte der heute schon viel wert sein. Zweifelsfrei. Rund eine Stunde vor Abpfiff endlich der erste Fisch. Veits 61er Zander bringt Fishing Tackle Max wegen des Faktors von 1,3 79,3 Punkte auf die Anzeigetafel. Die Erleichterung ist ihm anzumerken. Doch natürlich hat Christoph die Chance, die Partie noch zugunsten von Tideritter.de umzubiegen. Die Zeit zumindest scheint günstig und dass Fisch am Platz ist, wurde ja gerade bewiesen. Es ist total cool. Die Atmosphäre ist total, es kribbelt in der Luft, weil so langsam hören wir auch mit dem Angeln gleich auf. Und ich glaube, der Chrissy möchte auch gern nachlegen jetzt, ne? Jawohl. Jawohl. Ich gebe jetzt alles, aber ich hatte gerade Pech und zweimal abgerissen. Hab also nein. Mit den Hängern nachgelegt. Ja, das ist Angeln. Jawohl. Ich würde auch gern angeln. Schaut mal, das ist wirklich sehr sportlich. Da hat der Veit gerade einen Fisch gefangen, hat auf der Buhnkopfspitze gestanden und ist jetzt nach hinten gerückt, damit der Chris auch noch mal eine Chance bekommt. Finde ich total sportlich. So, 25 Minuten noch. Da kann viel passieren. In 25 Minuten, was da alles passieren kann. Jo, der Wecker hat hier geklingelt, das Angeln ist vorbei, Jungs. Guten Rinnen. Das war ein schönes Angeln hier mit euch. Das hat mir viel Spaß gemacht. Schwierig vor allem. Und die Jungs können richtig, richtig, richtig gut angeln. Es lag halt einfach aber so ein bisschen an der Zickigkeit der Zander. Gut gemacht. Danke, liebe Babs. War mir ein Vergnügen. Nein! Vielen Dank. Between my boy. Danke. War ein super Tag. War ja. Ein super Tag. Also wir haben wirklich sehr hart kämpfen müssen. Ein Biss hat es entschieden. Ja. Ich habe aber die ganze Zeit wirklich fest daran geglaubt, dass der ja kommt. Gerade eben zu dieser Phase. Also da insofern ist der Plan aufgegangen, weil ich wusste, bei dem Tidenwechsel wird hier irgendwo einer einsteigen. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, weil ich dachte, er wäre größer, den ich dann fange. Und da hätte er jetzt natürlich noch nachziehen können, aber ich glaube daran, dass ab einem bestimmten Grad des Könnens hat das viel mit Glück zu tun. Weil ich meine, wir haben ähnliche Dekors gefischt. Du hast No Action, ich habe Mid Action. Aber ganz ehrlich, an so einem Tag wie heute, wo die so Scheibenkleister beißen, da macht doch der Köder nicht wirklich den riesen Unterschied. Nee, macht er auch nicht. Sehe ich zwar anders jetzt, aber. Na klar. Ja. Wer fängt, hat recht.
Nee, ja, ich bin super. Ja die ganze Zeit bei dem Ding geblieben hier. Also das muss man ja mal so feststellen. Also ich hab mal die Farbe mal kurz was anders, aber ich wusste, dass hier No Action Shirt halt einfach die großen Teile. Wenn, dann geht er da drauf. Und das kann ich euch ja mal noch vielleicht zum Schluss als Tipp mit auf den Weg geben. Viele Leute wechseln immer ganz schnell den Köder hin und her. Wenn es nicht beißt, dann sucht euch irgendwas. Das ist meine Taktik, die hat mir schon oft Erfolg gebracht. Wenn es nicht beißt, dann sucht euch irgendwas, wo ihr absolutes Vertrauen dazu habt und bleibt da dran und fischt das durch, zieht durch. Wechseln tue ich immer dann, wenn es gut beißt. Ab nach Haus! Gut, los geht's! Veit Wilde gewinnt die Partie mit 79,3:0 Punkten und zieht damit ins Achtelfinale ein. Er trifft dort auf den Schweden Tobias Ekwall von Kanal Gratis SE. Diese Begegnung verspricht eine absolute Kracherpartie zu werden. Wenn ihr den YouTube Predator Cup weiter verfolgen wollt, abonniert einfach den Kanal und guckt auf jeden Fall auch auf den YouTube-Kanälen von Babs, Chris und Veit vorbei. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Oh, schöner Fisch. Oh, Alter, willst du mich verarschen?